Robert Enke war gerade erst wieder ins Tor von Hannover 96 zurückgekehrt. Gegen Köln und gegen den HSV war die Nummer 1 bei Hannover wieder dabei. Nach einer langen Leidensgeschichte, die ihn zuvor auch den Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft gekostet hatte. Anfang September war der 32-Jährige durch einen rätselhaften Infekt außer Gefecht gesetzt worden. Es folgten unzählige Untersuchungen und eine unbefriedigende Diagnose, eine Bakterieninfektion des Darmes. Bundestrainer Joachim Löw musste auf Enke erstmal verzichten. Selbst das Tropeninstitut in Hamburg konnte in Enkes Blut keinen Virus nachweisen. Die Spezialisten testeten fast alles von Malaria bis Fleckfieber. Ergebnis negativ. Enke litt unter Schweißausbrüchen, Schüttelfrost, fühlte sich schlapp. Jetzt schien es wieder bergauf zu gehen. Und dann die Nachricht, die für alle einfach nur unfassbar klingt. Der deutsche Nationaltorwart starb am Abend an einem Bahnübergang in Neustadt am Rübenberge, 25 Kilometer von Hannover entfernt.